Wenn wir über Gesundheit drüber sprechen, dann hat das häufig was mit dem Thema Bewegung zu tun oder auch Ernährung, Stressbewältigung. In der Prävention wird auch die Suchtprävention mit behandelt. Doch heute geht es mal in eine ganz andere präventive Richtung, nämlich um Stimmengesundheit. Was das mit dem Thema betrieblichen Gesundheitsmanagement zu tun hat, darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute zu Gast ist Paula Müller-Laubert. Liebe Paula, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Interviewgäste: Wie geht es dir heute? Danke, mir geht's gut. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe heute schon viel laut sprechen zu müssen, passend zum Thema, weil wir nebenan irgendwie Bauarbeiter haben, die den Presslufthammer ausgepackt haben. Aber ansonsten bin ich ganz entspannt. Ja, werden wir mal sehen, ob die uns heute hier in die Aufnahmen mit reinkrätschen oder ob wir das hier lockerlässig aufgezeichnet bekommen. Stimme haben wir in der Anmoderation schon angesprochen, um das sozusagen auch gleich somit aufzugreifen. Was genau machst du, wenn du nicht gerade mit mir über Stimme im Podcast sprichst? Wenn ich nicht mit dir spreche, spreche ich mit anderen Menschen und lasse sie vor allem sprechen, denn ich bin ursprünglich staatlich geprüfte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin. Klingt sehr komplex. In einem Teil davon habe ich mich selbstständig gemacht. Das klingt einfacher. Ich bin Stimm- und Sprechtrainerin und arbeite mit Menschen, die beruflich sprechen und da entweder Schwierigkeiten haben im gesundheitlichen Bereich oder was optimieren wollen im klanglichen Bereich. Und da sitze ich auch oft hier per Zoom und unterhalte mich mit denen oder bin vor Ort in Firmen unterwegs. Wenn ich jetzt so im ersten Moment an Leute denken würde, die mit ihrer Stimme arbeiten, dann sind es Sänger, dann sind es Moderatoren, dann sind es Podcaster. Sind das so deine Zielgruppe oder wer zählt denn da noch mit dazu? Das ist bei mir ganz breit gefächert. Also, du hast schon richtige genannt. Ich habe oft Podcaster bei mir. Ich habe aber auch die Immobilienmakler, Lehrkräfte, die natürlich sehr viel sprechen müssen. Dann war ich jetzt öfter auf Ämtern unterwegs. Dann viel tatsächlich im öffentlichen Sektor momentan. Dann gibt es aber auch die Rechtsanwälte und auch alle Angestellten in den Kanzleien. Das geht wirklich von A bis Z. Hauptsache, die Menschen müssen sprechen. Chemikerinnen habe ich momentan auch irgendwie viele, wo man auch nicht denken würde, dass die viel sprechen, aber im Team kommunizieren die auch. Also das geht wirklich durch alle Berufe durch. Du hast gesagt, Stimme, Gesundheit, hilf mir mal. Also, was hat denn jetzt genau die Stimme auch mit der Gesundheit zu tun? Wenn ich jetzt das Thema Atemwegserkrankung vielleicht auch noch mit aufgreife, hat es vielleicht was in diese Richtung zu tun? Denn Atemwegserkrankungen sind momentan auch unter den Top 3 Erkrankungen, wenn man den Krankenkassenreport so Glauben schenken darf. Geht es in diese Richtung oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Also es gibt eigentlich zwei Bereiche der Stimmgesundheit. Es gibt einmal die Bereiche, wo die Stimme sekundär ist und mitleidet. Das heißt zum Beispiel bei Atemwegserkrankungen. Bei chronischen, aber auch bei akuten Erkrankungen, wo man eben auch merkt, so wie wenn du im Winter erkältet bist, Mist, ich werde auch ein bisschen heiser oder es tut ein bisschen weh, weil ich habe Halsschmerzen, dann geht das Sprechen auch nicht so gut. Dann leidet die Stimme mit, wenn wir weitersprechen, weil wir erkältet sind, weil wir dann auch den Stimmapparat reizen. Das ist der eine Teil. Und dann gibt es die Stimmerkrankungen, die sich durch Belastung und auch falsche Nutzung der Stimme entwickeln können. Obwohl wir das nicht absichtlich tun, das ist dann ein angewöhntes Muster. Das ist die Lehrerin klischeehaft, die eben laut sprechen muss, aber das irgendwie nur aus dem Hals hinkriegt, wo die Stimme auch irgendwann sagt, nee, jetzt reicht's mir und dann eine Stimmerkrankung entwickelt, wovon es auch ein ganzes Potpourri gibt an verschiedenen Dingen. Das heißt, es gibt die Dinge, wo Erkältungen und andere Erkrankungen die Stimme beeinflussen und eben Stimmerkrankungen speziell, die dann auch therapiebedürftig wären. Und wie ist das mit dem Thema Corona? War ja nun viele Jahre lang eine Problematik, mit der wir uns rumschlagen durften, was ja auch sich stark auf die Atemwege abgesetzt hat. Ist das auch ein Thema mit Long Covid und Ähnlichem, wo du mithelfen kannst? Ja, auf jeden Fall, obwohl da die Frage ist, ob ich dann die Richtige bin, wenn es Menschen sind, die vielleicht eine Verordnung kriegen würden für eine Stimmtherapie aufgrund der Erkrankung. Das heißt, wo der Arzt sagen kann, ja, ich sehe was, ich sehe, dass die Stimme leidet und dann wie eine Physiotherapieverordnung das Gleiche für die Stimme gibt, dann schicke ich die Menschen gern dahin.
Für Privatversicherte kann ich das auch machen, aber da ich aktuell keinen Kassensitz habe, kann ich nicht in logopädischen Praxen mitarbeiten. Da bin ich raus mittlerweile. Das heißt, wer da wirklich was hat, was sichtbar ist, der landet am Ende in einer logopädischen Praxis. Wer aber irgendwie merkt, nur ich bin nicht mehr ganz so leistungsfähig, aber es ist nicht richtig sichtbar, ich kriege keine offizielle Diagnose, landet oft bei mir. Tatsächlich ist es jetzt schon häufig vorgekommen nach Corona-Erkrankungen, dass danach die Stimme viel weniger belastbar war oder dass jede Erkältung sich auf die Stimme schlägt auf einmal und sich da einfach was im ganzen Organismus verändert in der Leistungsfähigkeit. Also wir sprechen bei dir schon eher so für die Prävention, für die Vorsorge, dass wir also idealerweise mit der Stimme gar nicht erst krank werden und diese langfristig gesund erhalten. Okay. Ich sag mal, ich habe die Themen Bewegung, Stressbewältigung, Ernährung angesprochen. Da mache ich Kniebeuge, da mache ich Entspannungstrainings, da mache ich eine Ernährungsumstellung. Das kann ich mir alles vorstellen. Aber wie sieht denn dein Stimmtraining aus? Das kann ganz ähnlich aussehen. Die Kniebeuge kann auch vorkommen. Die Entspannungsübung kann auch auf jeden Fall vorkommen. Stimmtraining ist sehr vielfältig, weil wir die Muskeln, die wir hier im Hals haben, nicht so konkret ansteuern können. Da sind so viele kleine Muskeln beteiligt, die wir über Ecken erreichen müssen. Das heißt, dass wir am Ende Muskeltraining machen, aber über verschiedene Wege. Zum Beispiel mit einer Kniebeuge tatsächlich oder im 90-Grad-Sitz an der Wand, weil wir Kraft erzeugen wollen, weil wir über den Körper die Stimme unterstützen wollen. Es kann auch sein, dass wir eher ein Gedankenspiel machen, dass wir uns eher eine Stimme vorstellen, die wir nachahmen, um etwas zu lernen, oder dass wir eine Atemübung machen, die wir für die Stimme nutzen. Das ist wirklich vielfältig. Es muss aber ein bisschen Bewegungsspielraum geben, damit wir den Körper nutzen können, weil wir am Ende Körper, Stimme und Atmung immer zusammenbringen müssen, um die Stimme auch langfristig gesund zu erhalten. Weil das kennst du ja sicherlich auch aus deiner Arbeit, dass die Ganzheitlichkeit doch einfach dazugehört und man nicht nur ein kleines Körperteil einzeln betrachten kann. Okay. Magst du vielleicht mit mir und für diejenigen, die jetzt zuhören oder zuschauen, mal so eine Übung praktisch machen? Geht das mal Klar. so spontan? Können wir gerne machen. Ich würde sagen, wir machen eine Kombination aus zwei kleinen Dingen, die man gut zu Hause mitmachen kann. Eine Sache für die Atmung und eine für die Stimme. Okay, also wir trainieren jetzt sozusagen die bessere Atmung. Und was passiert mit der Stimme? Wir trainieren vor allem eine lockere Einatmung, was für die Stimme auch da ist. Das heißt, dass die Stimme nicht so ein Geräusch macht beim Einatmen, sondern entspannt, wenn wir einatmen. Und wir gucken für die Stimme, dass wir ein bisschen Entspannung und mehr Klangraum erzeugen. Okay. Wir Was probieren es testen? mal aus. Bitte. Wir fangen an mit der Atmung. Das bedeutet, dass wir eine kleine Bewegung machen. Wir nehmen eine Hand, so als würden wir einen kleinen Tennisball uns über die Schulter werfen. Mit Schwung einmal zack rüber. Genau. Okay. Okay. Und das machen wir jetzt immer, wenn wir fertig sind mit Sprechen. Und dabei machen wir den Mund locker auf. Einmal fallen lassen. Sieht ein bisschen blöd aus. Aber genau, ganz entspannt. Und da kommt die Luft wahrscheinlich automatisch schon rein. Atmest du ein dabei? Wenn ich mich jetzt konzentriere, ja. Okay, dann stelle ich dir mal eine Frage und du antwortest mir, und das heißt, die Frage wird eine Aufzählungsfrage. Nenne mir fünf Gegenstände, die gerade mit dir in einem Raum sind. Und jeder Gegenstand kriegt einen Satz und dazwischen wirfst du einmal über die Schulter. Ich mach's dir einmal Okay. vor mit zwei Gegenständen, wie das klingen könnte. Und ich hoffe, man hört meine Atmung jetzt nicht, denn sie soll still sein. Auf meinem Tisch steht ein Laptop. Daneben steht ein Mikrofon. Und dann kann man direkt weitersprechen, weil die Luft ist ja drin. Probier mal aus, ob das bei dir auch so leise klappt. Okay. Oh Gott, jetzt bin ich aufgeregt. Also auf meinem Tisch ist eine PC-Maus. Auf meinem Tisch ist ein Bildschirm. Auf diesem Bildschirm ist eine Kamera. Auf dem Bildschirm selbst bin ich im Zoom-Webinar. Und neben dem Bildschirm stehen noch Lautsprecher. Ja, gut. Ich habe nichts gehört. Hast du selbst dich noch atmen gehört? Nein, Gut. also ich habe aber auch nicht darüber nachgedacht. Also ich werde jetzt im Nachgang, wenn wir das bearbeiten, tatsächlich nochmal reinhören, aber so im ersten Moment habe ich es nicht wahrgenommen. Ja, und genau so soll es sein, weil wenn wir beim Einatmen ein Geräusch hören, heißt es immer, dass wir irgendwie ziehen und dass wahrscheinlich auch die Stimmlippen im Kehlkopf in Spannung sind. Und die sollten den Moment nutzen zum Entspannen. Und damit haben wir schon mal einen kleinen regenerativen Moment, der jetzt nach jedem Satz bei dir mit drin ist.
Wäre es super, wenn wir den im ganzen Alltag diszipliniert durchziehen würden, dann würden viel weniger Menschen stimmkrank werden, weil es eben einfach Pausen gibt. Und das ist ja gerade auch bei mir eine große Problematik, dass ich jemand bin, der sehr schnell spricht und schnell die Gedanken, die er im Kopf hat, auch loswerden möchte. Und auch insbesondere, wir hatten das ja schon mal im Vorfeld, dass ich dann auch immer schnell Luft hole, um alles auch schnell rauszupressen. Also von daher ist das schon mal für mich zumindest eine sehr hilfreiche Übung. Cool. Ich hoffe, es funktioniert auch, wenn du inhaltlich sehr engagiert bist. Das wird dann der nächste Test. Okay. Mehr zu beobachten im Gespräch. Ja. Das war jetzt eine Übung. Du hattest, glaube ich, noch eine zweite Übung oder war das jetzt praktisch zwei Übungen in einem? Wir packen noch was dazu. Okay. Und zwar gucken wir uns mal den Kiefer an. Leg dafür mal deine Hände locker links und rechts an die Wange, direkt neben den Mundwinkeln, genau. Und wirklich nur locker. Und jetzt lass mal den Mund wie ein Fisch locker auffallen. Ja, genau. Hängt dann nicht weit offen. Das ist so eine kleine Öffnung, ohne dass man aufreißt. Und da in die Position, wie du es auch an den Wangen fühlst, wie es so aufgeht, in die wollen wir jetzt beim Sprechen immer wieder, dass der Kiefer mehr in diesem lockeren Moment sein kann. Also versuch immer wieder in die Position zu kommen und einfach ein bisschen hängen zu lassen. Okay, das heißt, wir reden jetzt ganz normal weiter und ich Genau. lasse einfach die Wangen, die halte ich fest und lasse den Mund nach Möglichkeit locker runterhängen. Genau. Und so unterhalten wir uns jetzt, um ein bisschen, ja, die Zeit zu überbrücken und ein bisschen zu trainieren. Genau, und ich stelle dir jetzt noch mal eine Frage. Schön, dass Gerne. ich im Interview Fragen stellen kann. Und du sprichst den ersten Teil deiner Frage genauso weiter und dann nimmst du die Hände runter und versuchst immer noch ein bisschen mit dem lockeren Kiefer zu sprechen, okay? Das Verstanden. heißt, die Frage kriegt auch zwei Teile, dann kannst du es gut einteilen. Wie viel hast du denn heute bisher so gesprochen und wie viel sprechen wirst du noch heute? Also ich habe im ersten Teil des Tages, wir sind jetzt ja in der Mittagszeit, durchaus sehr viel gesprochen, weil ich schon einige Trainingseinheiten absolvieren durfte. Ich hoffe, dass ich im zweiten Teil des Tages etwas weniger sprechen brauche, außer jetzt hier im Rahmen des Interviews, da noch ein bisschen Büroarbeit ansteht. Und dann werde ich sehen, wie ich dann auch meine Stimme verändern werde im weiteren Verlauf des Tages. Und klingst du ganz normal oder ist was anders? Es fühlt sich bassiger an, es fühlt sich irgendwie voller an, es fühlt sich, also auch wenn ich jetzt die Hände weggenommen habe, habe ich das Gefühl, dass die Hände trotzdem noch drauf sind, dass der Druck noch da ist und dass ich dadurch offener, also auch den Mund offener verwende und nicht alles so herunternuschel. Ursprünglich komme ich aus Sachsen-Anhalt und da falle ich auch manchmal noch in den Dialekt hinein und da nuschelt man auch ein bisschen beim Sprechen und dadurch, doch, das hilft mir auf jeden Fall. Das könnte eine gute Übung sein, die ich praktisch im Vorfeld zum Beispiel vor solchen Podcasts, Interviews oder Solo-Folgen durchaus mit einfließen lassen würde. Ja, das hast du total gut bemerkt und es ist vor allem damit auch für verschiedene Leute spannend. Es ist für die spannend, die das Tempo reduzieren wollen, denn du sprichst schon automatisch langsamer, sobald du dich darauf konzentrierst. Für die, die eher das Gefühl haben, ich spreche oft zu hoch oder ich lächle sehr viel, ich bin immer sehr freundlich, aber dadurch wird es auch angespannt. Dadurch kriegt man auch das Lächeln ganz gut weg. Oder wenn es eben manchmal eng wird im Hals, dann kann das auch helfen, weil wir da Lockerheit reinbringen in die Muskeln, die den Kehlkopf einengen und damit dieses Bassige kreieren. Und das klingt erstmal sehr gesund, deshalb ist es eine gute Sache, wenn man merkt, man tendiert doch zur Anspannung. Ja, da warst du ein Okay. sehr gutes Versuchsobjekt. Vielen Dank. Ich danke dir für diese tollen Übungen. Ich hoffe, dass jetzt vielleicht der ein oder andere direkt mitgemacht hat und das auch mal ausprobiert hat. Für diejenigen, die vielleicht gerade im Auto unterwegs sind, gerne auch mal rechts ranfahren und die Übung wiederholen. Für die, die auf YouTube dabei sind, die haben das auch im Bild gesehen, wie toll diese Übungen aussehen. Ansonsten hast du das auch wunderbar beschrieben, liebe Paula, dass man das auch durchaus nur für die Podcast-Hörer nachempfinden kann. Das, was mir noch, wo ich noch nicht so richtig das Gefühl habe, also ich kann mir das in bestimmten Berufsbranchen gut vorstellen. Der klassische Pressesprecher, vielleicht auch der Politiker, diejenigen, die Vorträge, Referate und ähnliches halten. Aber ich weiß nicht, ist es auch,
Was sind noch so deine typischen Kunden? Sind es dann auch eher die Führungskräfte, die zum Beispiel die Botschaften vermitteln wollen, besser vermitteln wollen? Ist es der einfache Angestellte? Ist es die Bäckereiverkäuferin aus dem Laden? Wer zählt so alles konkret richtig zu deinen Zielgruppen? Für wen ist das Angebot geeignet? Und vielleicht für wen ist es auch nichts, wo du sagst, das weiß ich nicht, ob ich da helfen kann? Ja, also ich denke, das müssen wir auch einmal zweiteilen. Die Leute, die einzeln zu mir kommen, die ohne eine Firma im Hintergrund zu mir kommen, die sind tatsächlich, die müssen eine Motivation mitbringen, die aus einem Leiden oder Interesse besteht. Das heißt, die entweder wirklich was Gesundheitliches bemerken, und das kann wirklich jeder Job sein, das kann auch sein, als alleinerziehende Mutter zu Hause. Das Sprechen mit den Kindern, das kann auch anstrengend sein. Und da kann es dann eben was Gesundheitliches sein. Es kratzt im Hals, es ist unangenehm, ich kann nicht so laut, es ist anstrengend. Oder ich würde da gern was verbessern, weil ich glaube, da geht noch mehr. Ich kann nicht gut streng sprechen. Ich kriege das nicht hin, meine Kinder zu disziplinieren. Oder auch, ich wirke anscheinend nicht so freundlich. Mir wird gesagt, ich gucke immer so unfreundlich beim Sprechen. Und das müsste ich in der Bäckerei beim Job auch verändern. Also entweder das Veränderungsbedürfnis oder auch das Leiden, das muss dabei sein. Und dann darf es jeder Job sein. Und das sind die Leute, die es googeln. Die Leute, die auf die Idee kommen, ich möchte was verändern, die sind dann auch bei mir richtig. Und bei Unternehmen ist das ein bisschen anders. Wenn ein Unternehmen beschließt, in die Richtung zu schauen, dann ist es, wenn es um die Optimierung geht, sind es oft erstmal die Führungskräfte tatsächlich, die es antesten und vielleicht dann noch eine Stufe runtergeben sozusagen, die aber oft auch im Seminarformat dann als Gruppe einmal zu mir kommen für konkrete Situationen mit ihren Mitarbeitenden oder auch nach außen hin, die sie optimieren möchten in der gesamten Kommunikation. Wenn es aber um Gesundheit geht, dann geht es oft direkt an alle Mitarbeitenden. Und da ist es dann oft ein offenes Angebot für das Team, wenn es eben ein großes ist, wo dann nur manche teilnehmen können. Oder wenn das Team 20 Leute umfasst, dann wird direkt das für alle als eine Veranstaltung eingebucht. Wenn es darum geht, zu schauen, dass eben die Telefonservice-Mitarbeitenden oder die Leute am Empfang es schaffen, auch bis abends noch laut und deutlich und sicher zu sprechen und damit eben das Unternehmen nach außen zu vertreten. Wer dann nicht zu mir passt, sind tatsächlich die Menschen, die vor allem ihre Rhetorik verbessern wollen. Wenn es darum geht, zu gucken, wie drücke ich mich aus, welche Wortwahl benutze ich, wie kann ich ein Konfliktgespräch inhaltlich gut leiten, das ist es nicht, womit man bei mir richtig wäre. Bei mir geht es wirklich darum, wie kann ich mit dem Stimmklang emotional vermitteln oder wie kann ich eben meine Stimme auch abends noch freundlich klingen lassen durch mehr Gesundheit. Also ein bisschen schwer zu beantworten, die Frage. Ich hoffe, es hat es trotzdem ein bisschen eingegrenzt. Du hattest jetzt gesagt, dass dann eben zum Beispiel eine Gruppenveranstaltung oder dergleichen stattfindet. Also, wie ist da so das Angebot bei dir gestrickt? Reicht es, wenn man sich einmal einen Vortrag von dir anhört? Ist es oder eher als eine Art Wochenkurs, wenn wir wieder bei den anderen Präventionsangeboten mal gedanklich reingehen? So eine Rückenschule findet dann über 8 oder 10 oder 12 Wochen statt und baut halt nach und nach auf. Ist es bei dir auch so modular? Ist es rein digital? Ist es in Präsenz? Was für Möglichkeiten gibt es da? Also modular ist es digital auf jeden Fall möglich. Mittlerweile, also in der aktuellen Zeit, ist es tatsächlich beliebter, Präsenzveranstaltungen zu machen. Da sind die Unternehmen bei mir mehr hinterher, da ich auch rein praktisch arbeite. Also einen Vortrag gibt es gar nicht so. Wenn ich für einen Vortrag gebucht werde, mache ich am Ende doch Übungen, was das Publikum nicht immer erst freut, aber am Ende doch, doch positiv aufgenommen wird. Das heißt, beliebt und eigentlich so das Klassische, was ich mache in Unternehmen, sind tatsächlich Tagesveranstaltungen vor Ort, wo wir einen Tag so 6, 7 Stunden uns nehmen und einmal in der Gruppe die Themen durcharbeiten. Wie groß sind das so die Gruppen? Ich arbeite gern bis zu 25 Personen. Drüber wird es für mich schwierig, individuell Okay. auch schauen zu können. Also ein Tag ist beliebt und meistens gibt es dann noch so kleine Aufbaumodule, dass jeder einzeln dann nochmal eine digitale Session bekommt, um auf individuelle Themen einzugehen. Das ist so der normale Rahmen, in dem ich gerade so standardmäßig arbeite. Okay. Wenn jetzt jemand zum Beispiel regelmäßig dazu neigt, heiser zu werden, eben durch das viele Reden, durch das vielleicht auch laute Reden. Woran liegt das?
Es kann unterschiedliche Ursachen haben. Da brauchen wir eigentlich ein Bild von einer Stroboskopie, um einmal ein Bild von den Stimmlippen zu haben, um zu wissen, was da los ist. Es kann zum Beispiel Überlastung sein, was bedeutet, dass die Muskeln ein bisschen zu stark arbeiten im Kehlkopf, dass die Stimmlippen, die sehr zart sind und aneinander liegen, dass die ein bisschen zu fest aneinander drücken und reiben und dadurch gerötet sind und sich reizen lassen und das klingt dann schnell heiser. Es kann aber auch sein, dass die Stimme zu schwach ist, zum Beispiel, dass die Muskeln eigentlich zu schwach sind und dann andere kommen und ein bisschen kompensieren und ein bisschen nachdrücken und dann entsteht vielleicht ein bisschen Schleim und wir müssen uns immer räuspern und das schadet der Stimme am Ende auch und dann klingt es wiederum heiser. Okay, alles klar. Bei mir ist es eher das entgegengesetzte Problem, dass ich sehr häufig sehr laut bin. Nicht zu meinen Mitarbeitenden, sondern ich bin selber auch als Kinder- Jugend Fußballtrainer aktiv, spiele selber auch Fußball als Torhüter und dann musst du natürlich, wenn du irgendwie 30 Meter hinter deinen Mitspielern stehst, Kommandos geben, dass dann rechts oder links oder irgendwo anders noch Gegenspieler frei sind und dann muss man mich auch über den ganzen Platz hören. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Stärke, also das laute Organ, kraftvolle Organ. Und manche können das gar nicht, die hört man halt gar nicht. Und das liegt dann tatsächlich auch an der Muskulatur der Stimme. Ja, und an der, die damit zusammenhängt. Das heißt, eigentlich müssten die lernen, die Kraft aus dem Körper zu nehmen. Also auch eher mit dem Zwerchfell zu arbeiten, was die Atmung angeht, oder auch ganz körperlich ein bisschen mehr Spannung zu haben, die sie nutzen können. Die versuchen wirklich mit den kleinen Muskeln aus dem Hals die Lautstärke zu erzeugen und das reicht einfach nicht. Und das wird dann schnell anstrengend. Die sind wahrscheinlich auch schneller heiser als du. Okay. Was wäre noch wichtig? Also, worüber haben wir noch gar nicht gesprochen, was so deinen Bereich betrifft? Weil die Zielgruppe ist für mich klar, die Übungen, wenn du jetzt so 1:1 Sessions machst, wie lange dauert es beispielsweise, bis man erste Erfolge erzielt? Wir haben ja jetzt ein, zwei Übungen gemacht und ich habe sofort gemerkt, okay, das hilft. Das könnte ich jetzt einfach, muss ich jetzt nur regelmäßig anwenden, dann ist es eine Art Training. Ist das immer so? Dann gibt es auch gewisse Übungen, wo es ja Training, regelmäßiges Training und regelmäßige Sitzungen auch bedarf. Das ist tatsächlich sehr individuell, je nachdem, wie schnell und wie auf welchem Weg wer lernt. Und je nach Thema. Also, wir können ja mal zwei Beispiele durchgehen. Nehmen wir tatsächlich das, was wir gerade gemacht haben. Sagen wir, der Martin, der würde gerne lernen, nicht mehr so schnell zu sprechen und würde gerne ein bisschen tiefer sprechen, ein bisschen raumfüllender. Dann sind das zwei Themen, wenn er den Rest gut kann, also wenn die Basis stimmt, er gesund spricht, er damit keine Probleme hat, er eigentlich auch laut sprechen kann, also er alles andere grundsätzlich gut hinkriegt. Dann haben wir nur zwei Dinge zu tun. Und dann kann es gut sein, dass er nach 5 Stunden, also vielleicht in 5 bis 8 Wochen, damit fertig ist, zufrieden ist, weil er jeden Tag 5 bis 10 Minuten übt und einmal die Woche was Neues dazulernt. Das ist dann durchschnittlich schon recht passend für so zwei Themen, die man verändern möchte. Wenn es um sowas Großes geht wie die Isabella, die kann gar nicht laut sprechen, die spricht wirklich sehr leise und sehr luftig, so mit viel Hauch auf der Stimme. Und die ist dabei total angestrengt. Die muss viel mehr umlernen, weil sie das gesamte Grundmuster des Sprechens verändern muss. Das heißt, das kann auch schnell Klick machen und es wird Erfolge geben von Woche zu Woche. Es ist eigentlich immer so, dass wir innerhalb einer Stunde merken, das klingt jetzt besser, das fühlt sich besser an, das ist dann schon der erste Erfolg. Und dann merkt sie zu Hause beim Üben, ach, ich kann es auch alleine und jetzt kann ich es schon 1 Stunde lang und damit ging es mir schon besser. Also die Erfolge sind da, aber es braucht mehr Entwicklung. Das heißt, das kann schon auch mal länger dauern. Aber es kann auch sein, dass sie nach 3 Wochen sagt, jetzt läuft's, ich habe es verstanden, ich krieg's gut in den Alltag eingebaut, wunderbar. Andere tun sich da schwerer, je nach Alltag auch und je nach Job, wie leicht man das hinkriegt, wenn man viel inhaltlich anspruchsvolle Termine hat, viel auf Tempo leisten muss, ist es natürlich schwieriger als 3 geplante Telefonate am Tag, wo man sich vorher hinsetzen und die üben kann. Das kommt also wirklich auf den Alltag ein bisschen drauf an. Ist es auch manchmal so, dass du vielleicht wegen einer Problematik, das Stimmentraining beginnst und sich während der Trainingssession aber noch herausstellt, da gibt es noch 2, 3, 4, 5 andere Baustellen? Also derjenige hat vielleicht ein Problem, dass er nuschelt und du stellst aber fest, ja, der nuschelt aber nicht nur, der atmet auch zu schnell und der atmet auch noch falsch und redet auch noch viel zu leise.
Dass ich das feststelle, passiert eigentlich schnell im Vorgespräch, aber ich beurteile es nicht. Also ich würde nie sagen, oh, du bist aber zu leise oder zu schnell, wenn du damit zurechtkommst und im Alltag klar kommunizieren kannst, ohne dass ständig gefragt wird, hä, was hast du gesagt? Dann ist ja alles wunderbar. Warum sollte man dann etwas verändern? Dann würde ich ja nur Roboter schaffen. Das heißt, es kann passieren, dass neue Themen aufkommen, weil der Martin dann merkt, irgendwie ist es jetzt doch nicht perfekt und mir ist aufgefallen, mein Kollege, der spricht übrigens auch noch so schön melodiös, das würde ich auch gern lernen. Es ist eher so, dass das Bewusstsein geschult wird für die Stimme und dass dadurch die Menschen immer mehr bemerken, was sie auch gern können würden, was sie aber oft auch schon dann ansatzweise selbst verändern können, weil sie einen kleinen Werkzeugkasten von mir haben, mit dem sie auch damit rumprobieren können. Also ja, es kommen Themen oft dazu, aber die gehen nicht von mir aus. Ich kann Impulse geben und ein Feedback geben, das mache ich, aber ich würde nie sagen, hier, das musst du jetzt unbedingt verändern, außer es ist was Gesundheitliches, da schicke ich sofort zu den Fachkräften und zur Untersuchung, aber ansonsten ist das sehr, ja, überlasse ich das meinen Klienten. Wenn wir jetzt wieder die anderen Präventionsarten nehmen, als Vergleich einfach. Ich nehme jetzt einfach mal den Bereich Bewegung. Jemand, der in den Rückenkurs geht, der geht halt in den Rückenkurs, weil er ein Problem hat, weil er merkt, er hat Rückenschmerzen oder hat vielleicht auch schon diagnostiziert bekommen, dass er eine gewisse Auffälligkeit hat. Viele gehen aber nicht in den Rückenkurs, weil ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie ein Problem haben. Sie haben ein Problem, aber sie wissen nicht, dass sie ein Problem haben. Gibt es gewisse Tests, die man mal machen kann, um zu schauen, habe ich vielleicht irgendwo Problematiken oder kannst du uns vielleicht irgendwie so die 5 häufigsten Probleme, mit denen du auch zu tun hast, aufzeigen? Also jetzt im Bereich der Bewegung wären es bei mir eben so ganz klassisch, dass jemand Schmerzen in den Knien hat oder eben im Rücken hat oder dass die Schultern schmerzen. So gibt es das auch bei der Stimme, dass du sagst, so die Top 5 oder Top 10 sind folgende Problematiken und da kann man helfen oder hier kann man auch nicht helfen. Und gibt es da Tests vielleicht auch? Also im gesundheitlichen Bereich gibt es eigentlich drei Faktoren, auf die man immer achten kann. Die, würde ich sagen, sind erstens das Gefühl. Also, dass jeder mal beim Sprechen schaut, wie fühlt sich's eigentlich an, wenn ich spreche? Stört mich da was? Da gewöhnen wir uns ja auch schnell dran, wie beim Rücken. Wenn es zwickt, sehen wir das nicht immer gleich als Problem. Und wenn es im Hals immer kratzt nach einem langen Tag, dann sehen wir das auch nicht immer als Problem. Aber wenn da was Unangenehmes irgendwo etwas ist, was sich nicht so schön anfühlt, dann ist das schon mal die erste Sache, die wir bemerken können. Dann, wenn wir merken, wir sind nicht leistungsfähig genug. Auch hier geht es ja am Ende um Leistung beim Sprechen. Wir wollen ja den ganzen Tag sprechen, was Hochleistungssport ist. Wenn wir da merken, wir schaffen was nicht. Entweder alle Menschen zu erreichen von der Lautstärke her bei einer Präsentation oder auch einfach am Abend noch gut zu sprechen. Wenn wir irgendwie es nicht hinkriegen, was wir eigentlich machen wollen, sprecherisch, dann ist das der zweite Punkt. Und der dritte, das Gehör. Wenn man selbst hört, es klingt irgendwie komisch oder vor allem, wenn andere sagen, du klingst aber heiser, es ist kratzig, rau oder die Stimme bricht so nach oben weg, wenn sie so richtig wackelig wird, dann hören wir das. Wir müssen also fühlen, hören und die Leistung beobachten. Und wenn da irgendwo was hakt, dann sollte man auf jeden Fall präventiv eingreifen bei einem der Punkte. Dann sollte man sich das mal anschauen oder ja fachlich mal beurteilen lassen, sich ein Feedback einholen, um zu gucken, ob da was behandlungsbedürftig ist, bevor es schlimmer wird. Und was sind jetzt so die häufigsten Fehlerbilder, Problembilder? Also die Themen, mit denen oft Leute zu mir kommen, sind gar nicht immer unbedingt gesundheitlich bedingt, beziehungsweise sie denken, es wäre nicht gesundheitlich bedingt. Das heißt, es gibt natürlich das typische Gesundheitliche, ich werde heiser, es tut weh. Wenn die schon beim Arzt haben reingucken lassen und lieber ein Training als eine Therapie machen wollen, kommen die trotzdem zu mir. Dann gibt es aber auch vor allem, ich kann nicht laut sprechen und möchte das gern lernen. Ich spreche zu schnell, also auch ein ganz typisches Bild. Ich spreche nicht spannend genug. Es ist nicht abwechslungsreich. Ich klinge nicht so lebendig. Ich klinge eher monoton. Und was auch häufig vorkommt, ist, ich bin irgendwie nicht so überzeugend. Ich werde überhört, andere unterbrechen mich, ich werde nicht wahrgenommen. Ich komme anscheinend nicht so an, wie ich eigentlich ankommen möchte.
Und das kann oft alles auch gesundheitlich bedingt sein, wenn wir eben eine kratzige Stimme haben und da nicht die Kraft dahinter haben. Klar hört man uns nicht, wenn wir uns so einbringen. Das funktioniert natürlich nicht. Und das sind aber die typischen Themen, die dann oft erstmal gesundheitlich und dann auch in der Leistung bearbeitet werden müssen. Ich glaube, das sind so die Top 4. Gab es schon mal irgendeinen Fall, wo du nicht helfen konntest? Jetzt muss ich überlegen. Zumindest nicht gänzlich. Ja, das gab's. Dass wir nicht das Ergebnis erreichen konnten, was die Person gern hätte. Was wir auch am Anfang klar besprochen haben, dass wir beide nichts versprechen können, die andere auch nicht, genau wie ich. Wo einfach klar ist, wir arbeiten in Richtung des Klanges, aber wir können es nicht komplett lösen. Das waren Wortfindungsstörungen, die eine Person hatte, die wir versucht haben, über flüssigeres Sprechen und Atmen zu bearbeiten. Das wurde besser. Aber es ging nicht komplett weg. Es war neurologisch abgeklärt worden. Es schien an den Wechseljahren zu liegen, tatsächlich. Das kam mit den Wechseljahren und es gab nichts zu finden körperlich. Und wir haben es versucht, zumindest stimmlich zu bearbeiten, aber komplett nicht wegkommen. Ja. Alles klar. Paula, gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe zu deinem Themengebiet? Nein, tatsächlich nicht. Ich Oder glaube, wir gibt haben die es, gibt Gesundheit es, gut gesprochen. gibt es noch etwas, was dahingehend zum Thema noch wichtig wäre? Also ich glaube, viele der Zuhörer und Zuschauer, wenn sie bis hierhin dran geblieben sind, finden das Thema spannend. Eben neben den klassischen Angeboten, gerade im Bereich des BGMs, gerade in der Prävention, nicht nur eben Bewegungsangebote und Stressbewältigung oder Ernährung oder andere Dinge anzubieten, die Klassiker, sondern vielleicht auch mal über den Tellerrand hinauszugehen. Ich glaube, für jede Führungskraft ist es interessant, für jeden Menschen, der mit anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise verbal kommunizieren darf, bist du genau die richtige Ansprechpartnerin. Wenn ich jetzt noch mehr über dich erfahren möchte, wie nehme ich Kontakt am besten zu dir auf? Bist du auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen vernetzt? Wie möchtest du vielleicht auch am liebsten kontaktiert werden, weil es am einfachsten ist aus der Praxis heraus? Erzähl gerne noch ein bisschen was zu dir und deinem Unternehmen. Okay, also ich bin auf Social Media unterwegs, auf LinkedIn unter meinem Namen zu finden und auch auf Instagram unter stimmfluencer-de und so heißt auch meine Website. Und ich arbeite sehr gern erstmal mit einem unverbindlichen Gespräch und das ist mir auch wichtig, generell zu sagen, dass es wichtig ist, wenn man das für die eigenen Mitarbeitenden oder auch für sich selbst bemerkt, dass da vielleicht Leistungssteigerung möglich wäre oder es fallen ständig Leute aus, weil sie irgendwie nicht sprechen können, dann erstmal ein Gespräch führen, mal gucken, was möglich ist und das entweder direkt beim Arzt, HNO oder am besten spezialisiert, Phoniater. Das würde ich auch noch empfehlen. So heißen die, die die besten Untersuchungen machen können, die sich da spezialisiert haben. Wie heißen die? Phoniater mit PH. Phoniater, also wie Telefon, ne? Ja. Phoniater. Genau, die sind auch Okay. HNOs ursprünglich, aber spezialisiert auf die Stimme. Normale HNOs können das auch, aber die haben nicht immer die besten Geräte und sind da eben nicht immer auf dem neuesten Stand. Und das kann ich empfehlen für Einzelpersonen, die eben merken, es kratzt, erstmal gucken lassen, dann gern mit mir sprechen und für alle anderen gerne mal einfach ein Gespräch ausmachen, um zu schauen, wie es klingt und sich ein Feedback einholen. Das finde ich immer schön und ich lerne gerne neue Stimmen kennen. Das heißt, da bin ich auf jeden Fall über meine Website schnell erreichbar und buchbar. Sehr schön. Dann danke ich dir schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für unsere Community mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und uns auch mal in ein ganz neues Thema mit ja, reinzunehmen. Ich fand das super spannend. Wir hatten im Vorfeld gesprochen und ich habe gesagt, ja, das ist ein Thema, das haben wir noch nicht besprochen und das gehört in den Podcast hinein. Von daher vielen lieben Dank, liebe Paula, dass du dir da die Zeit genommen hast. Auch an dich, liebe Zuhörer und Zuschauer, vielen lieben Dank, dass du bis hierhin eingeschaltet hast. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben oder natürlich auch über ein Abonnement. Falls ihr immer up to date bleiben wollt, dann kann ich euch auch unseren Newsletter empfehlen unter bgmpodcast.de/newsletter einmal eintragen und dann erhaltet ihr jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends. So, und standardgemäß, liebe Paula, ist es so, dass meinem Gast die letzten Worte gehören. Vielleicht hast du noch ein schönes Schlussfazit oder Zitat für uns oder irgendwie nochmal so einen letzten Rat an die Community. Vielen Dank nochmal an alle. Feuer frei, deine Bühne. Vielen Dank. Ich würde sagen, die Stimme ist das wichtigste Instrument, das wir alle mit uns rumtragen und unser Leben lang nutzen wollen. Und das sollte gepflegt werden und vor allem soll es auch Spaß machen zu sprechen. Und das ist eine Zeitinvestition wert.